seiner Schönheit des Kenterns nennt Arthur Schnabel das Kanufahren den Nationalsport der Tschechen. Das mag für die eisfreien Monate gelten, im Winter aber fährt man in Tschechien genauso gerne Ski, wie man das in Bayern tut. Ich möchte Sie im Namen des Sekretariats für grenzüberschreitendes Netzwerkmanagement im Themenbereich Kultur und Tourismus recht herzlich zu unserer heutigen Sendung begrüßen. Wir haben uns dem Motto Wintersport hüben und drüben verschrieben. Deshalb begrüßen wir einige Leistungsträgerinnen und Leistungsträger der Skigebiete entlang der Grenze bei uns und hoffen, dass Sie uns nicht nur ein wenig über die Herausforderungen der aktuellen Situation erzählen können, sondern auch über Ihre Skigebiete, die uns unter den notwendigen Hygienevorschriften hoffentlich bald wieder in den Pulverschnee locken. Mein erster Studiogast ist Andreas Stadler, Pressesprecher, Marketingbeauftragter der fürstlich Hohenzollernschen Aber Bergbahn. Andi, servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Wer jetzt das Gefühl hat, er hat ein Déjà-vu, das ist nicht von der Hand zu weisen, denn wir haben im April bzw. im Mai schon mal miteinander gesprochen. Da haben wir aber in die Glaskugel geguckt, um zu sehen, ja, was könnte denn jetzt im Sommer und Herbst, was könnte coronatechnisch auf uns zukommen und was nicht. Dann quasi die Anschlussfrage, was ist denn auf uns zugekommen? Was hat euch da umgetrieben, die letzte Saison? Gott sei Dank kam im letztjährigen Corona-Sommer, wenn man es so schön bezeichnen darf, eigentlich klarere Regeln auf uns zu. Es gab zwar öfters mal kurzfristige Veränderungen, aber wir konnten eigentlich konstant unsere Sommerrestaurants und auch die Bergbahn öffnen. Sprich, Gäste konnten uns besuchen und einfach auch das Bergerlebnis oder das Seeerlebnis bei uns dann fühlen und erleben. Was ist denn der Aber für ein Skigebiet? Was erwartet den Besucher, die Besucherin da? Der große Aber zeichnet sich vor allem als Familienskigebiet aus. Wir haben rund 12 Pistenkilometer verteilt zwischen schwarzen, roten und blauen Pisten. Sprich, es ist sowohl für Anfänger etwas dabei, als auch dann wirklich für die Fortgeschrittenen. Wir haben eine Kabinenbahn, wir haben 2 Sechser Sessellifte, 5 Förderbänder und insgesamt 3 Schlepplifte. Das heißt, das Skigebiet ist eigentlich schon ein kleines, aber sehr, sehr feines Skigebiet, da wir wirklich sehr viel Wert auf Qualität legen. Hinzu kommt dann natürlich noch, dass wir über 6 Bergrestaurants haben mit traumhaften Sonnenterrassen, 2 Skiverleih- und Skidepotstationen und einer 1200 Meter langen Rodelbahn. Welche Besucher erwartet ihr? Wie viele? Woher? Dieses Jahr tatsächlich, also wir haben normalerweise rund 300.000 Besucher. Davon kommt fast die Hälfte davon aus Tschechien. Das ist wirklich einer unserer wichtigsten Zielgruppenmärkte. Also wir legen wirklich sehr viel Wert auf die tschechischen Gäste. Deswegen haben wir auch sehr viele tschechische Mitarbeiter natürlich. Und wir rechnen heuer zwar mit weniger Besuchern, aber trotzdem Mai immer noch mit hoffentlich genügend Besuchern, damit wir den Betrieb auch betriebswirtschaftlich aufrechterhalten können. Jetzt hast du gesagt, das ist ganz viele Baustellen quasi, im positiven Sinne, wo man ansetzt, auch mit Hygieneschutzmaßnahmen, Hygieneschutzkonzepten. Ja, das ist natürlich heuer schon eine große Herausforderung. In bayerischen Seilbahnen gilt die 2G-Regel, sprich man darf nur als geimpfter oder genesener Gast wirklich die Kabinenbahn oder die Seilbahnen nutzen. Sprich, alle anderen, die diesen Status nicht haben, bekommen leider heuer in der Wintersaison keinen Zutritt. Weiterhin gilt dann bei der geschlossenen Kabinenbahn eine Maximalauslastung von rund 75%. Also in unserem Fall dürfen maximal 4 Personen in die Gondel rein. Zusätzlich gibt es dann noch bei den Bahnen und im Anstellbereich zur Kasse gibt es dann die FFP2-Maskenpflicht. Sprich, man braucht auch unterm Helm leider während des Anstellbereichs dann tatsächlich eine FFP2-Maske. Und ansonsten sind die Regeln eigentlich relativ human gehalten. Es sollen natürlich größere Menschenansammlungen vermieden werden. Es gibt aber zum Glück keine Kontaktdatenerfassung mehr, sprich dieser Punkt fällt komplett weg. Und ansonsten haben wir natürlich viele Desinfektionsmittelspender oder auch Masken zum Kauf bereitgestellt. Abgesehen vom Hygieneschutzkonzept, wie läuft die Saisonvorbereitung? Ihr seid ja schon kurz davor. Richtig, wir stehen ja eigentlich schon kurz vorm Start in die Saison. Geplant ist jetzt der 25.12. In den vergangenen Wochen sind natürlich sehr viele Arbeiten, die
ersichtlich sind, an den Pisten passiert, sprich es sind Fangzäune aufgestellt worden, Bepolsterungsmaßnahmen, damit das wirklich auch die Schneekanonen abgepolstert einfach sind, dass keiner, wenn er ranfährt oder drauffährt, dass er sich verletzen kann. Dann gibt es zusätzlich natürlich noch die Vorbereitungen für die Beschneiung und für die Präparierung, die findet aber mehr im Hintergrund statt, genauso wie die Einlagerung von den ganzen Speisen und Getränken, die natürlich jetzt auch schon vor dem Winter, vor dem Start in die Wintersaison stattfindet. Heuer gibt es vor allem zwei positive Neuerungen. Zum einen ist es, dass wir einen Online-Shop haben, sprich man kann die Tickets schon vorab kaufen, entweder auf eine vorhandene alte Keycard laden oder diese dann an einem separaten Infofenster für Saisonkarten oder für einen Ticketkauf abholen. Sprich man meidet wirklich dann die Anstellzeiten im Kassenbereich oder dann die Problematik auch oftmals natürlich bei der Übersetzung, sprich das ermöglicht und vereinfacht schon vieles. Zusätzlich gibt es ab heuer dann auch Parkplatzgebühren, die sind aber wirklich minimals gehalten, die sind pro Tag und pro Auto bei 2 Euro. Sprich, wir haben uns da einfach wirklich an die anderen Skigebiete sowohl in der Region als auch in Österreich oder Oberbayern angepasst und haben dann gesagt, gut, wir wollen natürlich keine 10 Euro Parkplatzgebühren, sondern wir gehen nur auf 2 Euro im Winter, sprich das ist wirklich ein Minimalbeitrag pro Auto und wir ermöglichen damit natürlich auch wieder neue Investitionen bei uns. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ein Saisonparkticket zu kaufen und das liegt dann für Saisonkarteninhaber bei 35 Euro und bei Gästen ohne Saisonkarte bei 60 Euro. Also wirklich auch wieder ein ganz humaner Preis. Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, dass die Tschechen einen großen Teil der Besucherinnen und Besucher ausmachen. Wie ist es denn insgesamt? Gibt es klare Regelungen sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Besucherinnen und Besucher, dass die den aber wieder ansteuern können? Also für Besucher gibt es natürlich klare Regelungen und wir haben auch heuer wirklich darauf geachtet, da einfach eben knapp die Hälfte unserer Besucher im Winter aus Tschechien kommt, dass jedes Informationsschild tatsächlich auch auf Tschechisch übersetzt worden ist. Das war uns heuer ganz wichtig. So tut man sich wirklich einfach leichter, damit dass man bei Fragen dann auch schon vorab so eine gewisse Hürde natürlich dem nimmt. Und es ist zusätzlich pro Informationsstand Punkt auch ein tschechischer Mitarbeiter anwesend. So können wir natürlich auch wirklich die Anfragen dann eigentlich sofort denen beantworten und einen sicheren Skitag oder einen sehr qualitativ hochwertigen Skitag bei uns natürlich ermöglichen. Und ja, auch für die Mitarbeiter aus Tschechien gab es natürlich einige Regelungen. Tschechien führt ja jetzt nächste oder kommende Woche dann die Impfpflicht auch ein. Sprich, unsere Mitarbeiter sind auch gerade in der Gastronomie auch komplett geimpft und dürfen somit auch die Grenze ohne Probleme auch überqueren. Dein Wunsch für den Winter? Mein Wunsch für den Winter ist, dass tatsächlich die Regelungen konstant bleiben. Sprich, dass man jetzt nicht nach einer Winter- oder nach der Weihnachtszeit, gerade wenn Ferien sind und danach kommen die Schüler wieder zurück in die Schulen, auf einmal die Inzidenzen wieder auf über 1000 springen und wir als Skigebiet sofort schließen müssen. Und da würden wir uns natürlich eine Sicherheit wünschen, damit dass das auch gewährleistet ist, dass wir konstante und sicherlich dann auch positive und schneereiche Skisaison anbieten können. Andi, das klingt wunderbar. Ich freue mich drauf. Wir uns auch, hoffentlich. Es geht weiter mit meiner Kollegin Simona Fink. Sie hat sich mit Olga Kneivlova, Eventmanagerin des Skigebiets Lipno, unterhalten. Was ist los in Tschechien? Milá paní Kneivlova, srdečně vás zde u nás vítám. Liebe Frau Kneivlova, Lipno ist bei Touristinnen und Touristen ja nicht nur für seinen Stausee bekannt, sondern im Winter gerade für die hervorragenden Pisten. Würden Sie uns das Skigebiet einmal kurz vorstellen? Mohla byste nám lyžařský areál krátce představit? Sehr gerne. Ich möchte alle herzlich einladen in unser Skiareal Lipno am Moldau-Stausee.
Hier erwarten Sie ein insgesamt 14 Kilometer langes Pistennetz und vier Seilbahnen. Wir sind zwar nicht die Alpen, bei uns findet dennoch jeder die Winteraktivitäten seines Herzens. Zum Beispiel in unserem Snowpark, der sowohl für Anfänger als auch für Profis bestens geeignet ist. Auch Familien mit Kindern sind uns herzlich willkommen. Für die Kleinsten haben wir den sogenannten Foxpark mit unserem beliebten Maskottchen. Hier können Sie sich austoben. Statistisch gesehen, woher kommt die Großzahl Ihrer Besucherinnen und Besucher? Sind auch viele deutsche Gäste dabei? Ja, natürlich. Dadurch, dass wir nah an der deutschen und österreichischen Grenze liegen, haben wir sehr viele deutschsprachige Gäste. Dafür sind wir sehr dankbar und hoffen, dass es auch dieses Jahr wieder so sein wird. Wie zahlreiche touristische Freizeiteinrichtungen haben ja auch die Skigebiete Deutschlands und Tschechiens 2020 und 2021 pandemiebedingt keine einfache Zeit gehabt. Wie sieht es in dieser Saison vorbehaltlich aus? Ich blicke positiv in die Zukunft. Wir sind hier alle optimistisch. Letztes Jahr hatten wir nur 9 Tage geöffnet, was natürlich wenig ist. Wir glauben aber, dass der Winter heuer schön wird. Wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster schaue, sehe ich, dass es schneit und das gibt mir ein sehr schönes, hoffnungsvolles Gefühl. Welche Covid-Regelungen wird es geben? Unsere Besucherinnen und Besucher können sich jederzeit auf unserer Homepage www.lipno.info informieren. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt bei uns die 2G-Regel, das heißt Zutritt für Geimpfte und Genesene. Kontrollujeme certifikát o prodělaném očkování a nebo prodělané nemoci. Haben Sie abschließend noch einen besonders schönen Freizeittipp außerhalb des Skigebiets für uns? Am Moldau-Stausee ist immer etwas los, egal ob im Winter oder im Sommer. Da können wir in jeder Jahreszeit glänzen. Eine ganzjährige Attraktion und schon von Weitem sichtbar ist der Baumwipfelweg. Der Ausblick entschädigt voll und ganz für den Aufstieg versprochen. Man kann den ganzen Schumacher überblicken und sieht dabei guten Wetter selbst die Alpen. Der Moldau-Stausee lädt zum Promenieren ein und im Winter gibt es sogar die Möglichkeit, auf dem Schlittschuh zu laufen. Besonders gerne möchte ich Sie in unserem Hotel Element begrüßen. Dieses befindet sich in unmittelbarer Pistennähe. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns besuchen würden. Ich möchte mich recht herzlich bedanken und wünsche Ihnen gute Saison 2021-2022. Bleiben Sie gesund und viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Danke für Ihre Einladung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Im Bayerischen und im Böhmischen Wald rund um Gibacht, Tscherkow und Woltenberg liegt seit 1819 das DSV Nordic Aktivzentrum und zwar gleich mit 3 NOVA. Es ist grenzüberschreitend, durchgängig zweisprachig und natürlich DSV zertifiziert. Ich habe heute die Stefanie Macharowski bei mir im Studio. Sie sind vom Förderverein des Aktivgebiets. Genau, ja. Und den Herrn Karl Reitmeier. Er wurde mir vorgestellt als Motor der bayerisch-böhmischen Freundschaft und grenzüberschreitenden Kommunikation. Servus, schön, dass ich euch da habe.
Danke. Wie ist es denn zu diesem Aufbau des Aktivzentrums gekommen? Ja, also das ist eigentlich eine längere Geschichte. Das Langlaufgebiet, auch grenzüberschreitend, gibt es eigentlich schon seit der Grenzöffnung. Kurz darauf wurde dann diese grenzüberschreitende Loipe schon eröffnet und ist seitdem eigentlich in Betrieb. Und dann gab es ein EU-Projekt, ein ETC-Projekt zur Weiterentwicklung des Grenzkamms zwischen Hohenbogen und Tscherkow. Und da haben wir dann davon Wind bekommen, also ich bin im Skiclub aktiv. Und wir haben dann überlegt, was wir da sozusagen beitragen könnten und hatten dann die Idee, dieses Langlaufgebiet als DSV, Nordic Aktivzentrum, vielleicht ausweisen zu können. Mhm. Wir kamen dann mit dem Vorschlag in diese Runde, der wurde dann auch begeistert aufgenommen und jetzt sozusagen haben wir dann alles in die Wege geleitet und haben jetzt dieses DSV Nordic Aktivzentrum und wie Sie gerade gesagt haben, mit diesen drei Kennzeichen, dass wir sind das einzige deutsch-tschechische Gebiet, also es war auch für den DSV was Neues, mit Tschechien so eine Kooperation zu machen. Mit Österreich gibt es es öfter, aber Tschechien war Neuland. Und haben dann das ausgeweitet, nicht nur auf den Langlauf, sondern auch auf Schneeschuhwandern und im Sommer Nordic Walking Routen und Winterwanderwege. Und seitdem sozusagen sind wir jetzt da unter diesem DSV-Logo aktiv. Mhm. Dann zur Vorstellung, was erwartet uns denn alles in diesem Langlaufgebiet, in diesem Zentrum? Ja, also wir haben zum einen dieses Langlaufgebiet mit 10 Loipen. Auch grenzüberschreitend und man kann auch von tschechischer Seite in das Gebiet einsteigen. Mhm. Wir haben ein Funktionsgebäude auf der Althütte und am Giebacht. Das sind so die zwei Einsteigepunkte in das Loipengebiet. Wir haben dann ausgeschilderte Winterwanderwege und Schneeschuhrouten. Und das haben wir alles so angelegt, dass sie die einzelnen Sportler eigentlich nicht in die Quere kommen. Also dass die Wanderer dann nicht auf der Loipe unterwegs sind und dass jeder so seinen Bereich hat in diesem Gebiet. Was ja durchaus wichtig ist, gell? Ja, was schon wichtig ist. Ja. Da können wir gleich auf die aktuelle Situation zu sprechen. Wie laufen denn unter Corona, jetzt schon das zweite Jahr quasi eigentlich, wie laufen da die Saisonvorbereitungen? Ja, Saisonvorbereitungen, wir sind schon gestartet, gell? Also, ihr seid schon mittendrin, statt nur dabei. Ja, kann der Karl vielleicht noch mehr sagen. Der ist also aktiver Langläufer. Nee, wir sind schon gestartet. Wir haben Schnee, in der Vorweihnachtszeit ist das super und Corona hat natürlich die Vorbereitungen schon ein bisschen erschwert. Mhm. Vor allem letztes Jahr musste man ja die Grenzen schließen. Mhm. Da war also dann kein Übergang möglich. Also ja, ich habe mir dann auch gedacht, so, wenn man sich dann den Cut vorstellen darf, so, also ein paar Leute müssten dann ja dann zumindest also in zwei geteilt sein, oder? Ja, genau. Genau, okay. Mhm. Und konnten halt nur die auf tschechischer Seite sozusagen diese Wege befahren werden, musste man halt dann wieder umdrehen und auf deutscher Seite auch. Und das ist eigentlich schon schade, weil so dieses Glanzstück schon diese grenzüberschreitende Tscherkow-Loipe eigentlich ist. Ja klar, wo das ja so das USP ist eigentlich, dass man dann einfach problemlos rüber kann und so diesen europäischen Gedanken dann auf den Schienen auslebt. Gell? Genau, die Grenzen überschreiten, ja. Mm, ja. Und woher hoffe ich, dass es besser wird? Also bis jetzt ist ja nichts von Grenzschließungen die Rede. Richtig. Wir haben halt Maskenpflicht am Parkplatz. Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Wie geht man da aus Hygienesicht damit um? Habt ihr da ein Konzept, ein großes geschrieben? Oder wie schaut es aus, wenn man mit Maske unterwegs? Ja, also die Betreiberstädte sind ja München und Furt im Wald auf deutscher Seite und Glenschi und Thomas Litschi auf tschechischer Seite. Und die versorgen eigentlich dann immer das Gebiet mit diesen aktuellen Hygieneregeln angepasst an die jeweiligen Verordnungen. Mhm. Aber wir haben jetzt eigentlich auf den Parkplätzen FFP2 oder Maskenpflicht zumindest. Und da, wo halt kein Abstand möglich ist, mit Maske im Funktionsgebäude. Aber das wäre ja alles noch machbar, gell? Das, ja, wenn es so ist, dann geht das. Voriges Jahr war es also so schlimm, muss ich sagen, wenn man es also nicht rüber dürft hat. Man ist bis unmittelbar an die Grenze gefahren und dann hat man auf der drüberen Seite an die Grenzübergänge gesehen, weil toll, dass die Leute gespürt waren und man hat aber nicht rüber dürft. Also das war keine gute Situation. Aber nichtsdestotrotz, wie ich das gehört, dass mancher Tscheche dann trotzdem zu uns rübergefahren ist.
Weil wenn man dann gesagt hat, Dobri den, dann hat er Dobri den zurückgesagt. Und ist auch dieser Tschech, der ist jetzt schnell unerlaubt da schnell drüber. Aber naja, ich weiß, meiner Meinung nach war es auch besser gewesen, das in dem ganzen Gebiet zu entzerren, da auf eine Grenzschließung zu verzichten. Da war das Gebiet viel weitläufiger gewesen. Ansonsten hat sich bei uns das überwiegend auf eine Loipe konzentriert und da ist man sich nur ständig begegnet. Also ich glaube, dass das eigentlich gefährlicher war, weil wenn man es auf das ganze Gebiet freigeben hat. Aber naja. Ja. Daran kann man jetzt natürlich nichts mehr ändern und hoffen, dass dieses Jahr anders ausschauen wird, beziehungsweise in dieser Saison. Ja. Wie ist es euch eigentlich möglich? Wir haben ja öfter die Situation, dass der Kontakt nach Tschechien richtig gehend zerrüttet ist jetzt nach der Zeit, gerade nach der Grenzschließung. Sie schütteln schon den Kopf. Wie läuft es mit der Kommunikation nach drüben und wie erhält man das aufrecht in Zeiten, wo man sich ja dann irgendwie schwerlicher treffen kann? Also das habe ich einem auch schon öfters gehört, aber in meinem Fall kann ich das überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, da ist sogar mehr Kommunikation jetzt zustande gekommen. Ich habe zum Beispiel gestern den Fall gehabt, dass ich also einen habe ich dann getroffen, einen Tschechen in der Loipen, dann begrüßt man sich natürlich, weil man sich ja auch schon kennt, aus den letzten Jahren. Und dann sagt er zu mir, ich bin das erste Mal hier, ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass es geht. Und also gleich rübergefahren und es sind sehr viele Tschechen bei uns. Da ist im Facebook auch immer jeden Tag, wenn es geht, wenn es angebracht ist, immer eine Information, eine Leupen-Information, was gut ist, was schlecht ist. Und das wird sehr gut genützt. Und ich habe zum Beispiel vorgestern eine Anfrage gehabt. Dann plötzlich, weil schaut es aus, kann man auch schon Alpinski fahren. Und ja, dann macht man sich halt die Mühe und schreibt zurück. Und ich finde, die Kommunikation ist eigentlich noch besser geworden. Ist natürlich sehr arbeitsaufwendig, weil man sitzt oft dort und da hat man nur noch Fragen beantworten. Aber man macht das gern im Sinne der deutsch-tschechischen Freundschaft. Habt ihr dann Kommunikation über den Bürgermeister oder über einen Förderverein oder läuft das? Ja, also wir haben eine Kommunikationsebene im Förderverein oder als der Förderverein gegründet wurde, gleichzeitig mit der Eröffnung, haben wir eine Beiratsstruktur organisiert, wo wir uns eigentlich einmal jährlich treffen mit den Bürgermeistern, mit den entsprechenden Stellen aus dem Forst und aus dem Naturschutz. Auf tschechischer und deutscher Seite. Die Sportvereine sind mit dabei. Und die Beiratssitzung für heuer, die hätten wir eigentlich Ende November geplant. Das mussten wir aber dann absagen aufgrund der pandemischen Entwicklungen. Und auf dieser Ebene funktioniert es dann eigentlich auch primär dann über Telefon oder teilweise Videokonferenzen. Aber eigentlich haben wir auf dieser strukturellen Ebene dieses jährliche Treffen eigentlich eingeplant. Zum Thema DSV-Zertifizierung, das hat uns jetzt natürlich auch nochmal als im weitesten Sinne Mitausrichter der Europameisterschaft im Biathlon nächstes Jahr interessiert. Sind da Sportler bei euch anzutreffen, die da regelmäßig trainieren, also Profis, oder wie schaut das aus? Ja, also wir sind vom Verein, vom Skiclub Furtenwald sehr aktiv in dieser Region und wir haben eine Nachwuchshoffnung. Unser Tobias Buschek, der ist letztes Jahr deutscher Schülercup-Sieger geworden, bei den 16-jährigen Jungs. Also der ist jetzt im Deutschlandkader. Deutschlandpokal ist das dann die Ebene, oder? Die Deutschlandpokal-Ebene. Sag ich schon richtig, ja. Der war am Wochenende und genau, das ist unsere Nachwuchshoffnung. Und der zieht natürlich ein schar begeisterter Langläufer mit sich. Und dann haben wir noch eine tschechische Langläuferin. Das ist die Katka Rasimova, geborene Beruschkova. Und die stammt aus dem in der Nähe gelegenen Postrekov. Und das ist die derzeit beste tschechische Nationalmannschaftsläuferin. Hat voriges Jahr Platzierungen unter den Top 10 einige gehabt. Aber, jetzt hätte ich bald gesagt, leider. Aber sie erwartet ein Baby. Und sie setzt also für diese Saison aus. Und die hat also das Skilanglaufen am Tscherkow und Umgebung gelernt. Wahnsinn. Dann gibt es auch noch den Ludek Scheller aus Kodow.
der hat es natürlich schwieriger, weil da ist, die sind noch viel breiter aufgestellt, die Herren da drüben. Und da muss er sich schon durchbeißen, aber der hat auch regelmäßig trainiert. Und ich erinnere mich noch ganz gut, ich bin ja mal auf einem, bei einer so Abfahrt gestanden, da ist da einer runtergeschossen gekommen und unten bei mir vorbei. Und dachte ich, oh Gottes Willen, ja, fährt ja gut, bis ich dann erfahren habe, ah, das war der Ludek. Und es gibt aber auch, jetzt wieder, ich habe kürzlich erst habe ich eine Frau getroffen, der ihre Tochter da wieder trainiert hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Das war ein Trockentraining. Und dann hat sie gesagt, ja, wir trainieren jetzt schon, weil meine Tochter ist im Nachwuchskader, im Tschechischen. Ja, das ist natürlich eine große Freude, gell? Ja. Aber das glaube ich, da war der ja. Schock bei mir auch tief gesessen, wenn ich gesagt habe, ja, ich entdecke jetzt quasi diese junge Person als absoluten Profi. Und, naja, dann, und okay. Bei der Karasimova war ich da damals sogar bei der Hochzeit eingeladen. Da hat man so gesehen, was man da so gute Kontakte ist, was da aufgebaut worden sind. Und haben wir damals, weil die Weltmeisterschaft in Seefeld war, bin ich sogar mit meiner Frau runtergefahren. Und haben es lautstark angefeuert. Da hat es sich narrisch gefreut. Und da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, ins Fahrerlager mal reinzukommen. Mhm. Das schafft man ja ansonsten nie. Nein, tatsächlich. Gell? Das war ein Erlebnis, von dem lebe ich heute noch. Mhm. War das denn eigentlich schwierig mit der DSV-Zertifizierung? Ja, man musste halt gewisse Kriterien erfüllen. Richtig, ja. Also die legen ja Wert drauf auf verschiedene Schwierigkeitsstufen. Also vor allem beim Nordic Walking oder beim Schneeschuhwandern gab es dann so Höhenmetervorgaben, wie viel man höchstens haben darf und mindestens haben muss. Mhm. Und das war dann gar nicht so einfach, dass man dann die Wege entsprechend plant, damit man dann nicht von den Höhenmetern her diese Range da reißt. Mhm. Aber wir haben uns dann sozusagen auf was Geeinigtes danach umgesetzt werden konnte. Und es ist halt einfach ein Qualitätsmerkmal. Richtig, also es ist absolut ausgezeichnet, es ist zertifiziert. Die ganze Beschilderung funktioniert. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch erwähnenswert als deutsch-tschechisches Gebiet. Wir haben auf jeder dieser Tafeln, die man sehen kann, ein grünes Zeichen mit einer Nummer. Das ist die Rettungsnummer. Und wenn man sich verletzt oder verirrt oder was auch immer, und man gibt diese Nummer ein, dann leuchtet bei den Rettungsstellen auch der schnellste Zugang auf. Mhm. Und es ist dann unabhängig, ob das auf deutscher oder tschechischer Seite ist. Die wissen also, wo der nächstmögliche Einstieg hin zu diesem Punkt ist. Und wir haben ja ein deutsch-tschechisches Rettungszentrum im Furtwangenwald und da ist das verknüpft. Mhm. Und mit den Leitstellen eben auch in Regensburg und in Pilsen und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die Rettungsdienste, die grenzübergreifenden, grenzüberschreitenden, dass das meistens hervorragend funktioniert. Also wir haben ja, dieses Jahr haben wir ja schon mal so einen Fall gehabt, ja, wo genau. Die Rettungskräfte hervorragend zusammengearbeitet haben zum Glück. Gell? Das war früher nicht immer so. Ich kann mich erinnern, 2005 am Tscherkow, unterhalb Tscherkow, habe ich einen Tschechen getroffen. Wir haben uns dann zusammengesessen, unten am Tscherkow in dem Bistro. Und dann, wir haben uns aber vorher schon in dieser legendären Bänderhütte getroffen gehabt. Und dann sind wir miteinander runtergefahren und dann merkt schon, der fährt viel zu schnell. Und dann hat er in der Linkskurve, ist er dann wirklich gegen eine Schneewand geprallt, ziemlich hart, und hat sich den Oberschenkel gebrochen. Sondern bin ich allein gewesen und dann versucht man mit Handy, kein Empfang, kein Signal. Zum Glück ist dann eine tschechische Familie. Gerade in dem Moment entgegenkommen, habe ich gesagt, Miluschka und Jirka, schnell, da ist jetzt was passiert. Und dann bin halt ich, dann habe ich gesagt, bleibt ihr bei ihm da, wir haben uns erst noch Chiova da. Und dann bin ich weitergefahren an die Bänderhütte und der ist dann sofort, der Forstdirektor Jan Bender, gekommen mit einem Motorschlitten, ist dann hochgefahren, dann haben sie noch runter transportiert, da hätte ja kein Senker und nirgends rauffahren können. Und dann haben die an der Kreuzung gebracht, da war die Zufahrt möglich war, und dann haben sie ihn übergeben. Und seitdem verbindet mich der mit dem Mann, mit dem was ich da damals verletzt habe, eine unwahrscheinlich tolle Freundschaft. Ja. Als Lebensretter ist es ja nicht weiter verwunderlich eigentlich. Ja, ja. Naja, ja, Lebensretter nicht, ja, aber doch. Also ja, das kann in der Kette schon anders ausgehen. Ja, ist schon klar. Ja. Wir haben ja schon fast am Ende. Was wünscht ihr euch für diese Saison? Schnee.
Schnee. Schnee und dass die Grenze nicht geschlossen ja, wird. Dass die Grenze offen bleibt. Mhm. Weil es letztes Jahr schon schlimm war und auch gerade für unsere jüngere Generation, glaube ich, das erste Mal so bewusst worden ist, dass hier eine wirklich Grenze ist, die zu ist, wo man nicht rüber darf. Für die Eltern ja total normale Erfahrung ist, dass genau. Grenzen zu sind. Ja. Wir kennen es nicht anders, aber mein Sohn zum Beispiel, für den war das Neuland und dann da auch am Grenzsteig entlang zu wandern und nicht drüber zu dürfen, das war schon wieder so ein Schmerz in der Seele. Ja. Das glaube ich. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher und dass die Grenzen offen bleiben. Und uns anderen wünsche ich ganz viel Spaß beim Schneeschuhgehen, beim Langlaufen, beim Alpinskifahren und was wir sonst noch alles vorhaben. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bleiben Sie natürlich gesund. Ihre Miriam Lange.